Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, hier in der Erweiterung beim Canyon. Bei einem Troll. Ist das nur einer? Ich dachte, das wären zwei. Ach, da ist noch einer dahinter. Ich werde den hier mal eben anlocken und ich hoffe mal... Ach, guck mal, das sind drei. Ich hoffe mal, die kommen nicht hier rein. Dass das funktioniert. Halt mal eben drei Trolle auf einmal gefällt. Hehehehe. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade so richtig mächtig. Hehehehe. Das fühlt sich gut an. Nun gut. Dann will ich doch mal versuchen, ob ich hier nicht in die Bibliothek reinkomme. Endlich mal, ohne hier wirklich groß Probleme zu haben. Weil ich ja bisher da immer Probleme hatte mit dem... wie hießen die Teile? Diese Feuerviecher. Feuerteufel, glaube ich, gell? Ja, Feuerteufel waren es, stimmt. Habe ich hier gerade ein Bett gesehen? Ja, tatsächlich, hier ist ein Bett. Nun denn, ein kugeliger Fisch, eine leichte Ork-Axt, ein paar Spruchrollen. Ich sehe jetzt leider nicht direkt, welche das sind, aber ich nehme die hier mal eben mit. Und dann, wie ihr ja wisst, habe ich eh chronischen Mangel an Mana-Tränken. Und deswegen kommt mir dieses Bett hier gerade gelegen. Und ich schlafe einfach mal bis zum nächsten Morgen. Es ist zwar schon der 88. Tag, aber das ist mir eigentlich relativ egal. So, Safegame 502. So, ich muss sagen, ich bin massiv beeindruckt von diesem Zauber. Von der Todeswelle und... ich kann jetzt endlich die Dämonen unten unter dem Kloster hoffentlich besiegen. Aber dazu später mehr. So, wo ist der Feuerteufel? Habe ich den besiegt, tatsächlich. Wow, habe ich die Truhe schon geknackt? Ja, tatsächlich. Ich weiß nämlich auch, dass ich Probleme hatte, weil mir hier die Ifriche ausgegangen waren. Habe ich diese Truhe geöffnet? Ja, habe ich auch. Okay. Nun gut, ich weiß, weiter unten war irgendwo noch ein Feuerteufel. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo... Deshalb würde ich hier vielleicht sicherheitshalber nochmal speichern und dann mal schauen. Ja, gut, Skelett. Geh mal weg. Ich habe immer noch 188 Mana. Das reicht. Das reicht für ein Massensterben. So, da ist nichts. Siehst du? Da war ein Feuerteufel. Den habe ich gesucht. Oh, ein Trank. Sehr schön. Und noch ein Trank. Genau, hier war ich nämlich. Ich glaube, hier bin ich einfach nur reingerannt, habe meine Sachen genommen, die ich wollte. Ich habe so eine Steintafel. Und dann bin ich für mich wegteleportiert, bin rausgerannt. Irgendwie sowas. Oh, guck mal. Erfahrung. Quahodron. Ha! Das wäre vielleicht nützlich gewesen. Bei der Suche. Nach Rademus oder nach Raven, genauer gesagt. Habe ich die Truhe geöffnet oder lag das frei draußen? Es war in der Truhe, okay. Es war in der Truhe. So, und wie ihr seht, ich habe hier nichts mitgenommen, weil ich da einfach nur schnell reingerannt bin und schnell wieder raus. Knochen eines Skelettes, wissen wir mittlerweile, ist praktisch für manche Runen. Und hier hinten... Was gibt's da? Ne, hier war ich. Hier war ich. Die habe ich auch geöffnet. Habe ich das da gelesen? Ja, das habe ich gelesen. Ach stimmt, ich konnte hier einfach dran vorbei. So war das. Ich frage mich nur gerade, ob ich sie alle gelesen habe, beziehungsweise ob ich sie alle lesen konnte. Weil ich weiß ja nicht mehr, ob ich damals schon die Sprache der Bauer gut genug beherrschte. Aber das sieht so aus, als wäre ich hier schon vollständig gewesen. Gut, ich habe noch 38 Mana. Das reicht für einen Blitz. Also wenn jetzt irgendwo noch ein Skelett kommt, dann wird das meinen Zorn zu spüren bekommen. Jawohl. Der gerechte Zorn von mir. Ja gut, bei zwei Skeletten habe ich allerdings dann natürlich ein kleines Problem. Dann will ich mal ein bisschen nicht so sein. Erstmal ein Skelett umhauen. Nicht so sein im Sinne von nicht so viel Mana verschwenden. Also im Sinne von jetzt meinen Mana verwenden, solange ich es habe. Und dann lässt das Skelett hoffentlich von mir ab. Genau, das tut das.
Und dann kann ich hier nämlich noch mehr Mana-Tränke sparen. Und einfach nochmal schlafen. Es ist 8.48 Uhr, also schlafe ich bis mittags. Falls ihr euch gewundert habt, warum ich beim Trainieren angefangen habe, immer wieder meine Waffe zu ziehen, direkt nach dem Schlafen. Das liegt ganz einfach daran, dass man dann schneller aufsteht und sich dann auch schneller vom Bett wegdrehen kann. Also das ist einfach nur ein kleiner Geschwindigkeitshack. Naja, was heißt Hack? Es ist nicht wirklich ein Hack. Aber man wird ein bisschen schneller dadurch. Spart ein paar Sekunden. Nicht allzu viel, aber spart ein paar Sekunden. So, warum ich gerade das erste Skelett zuerst gemacht habe, weil jetzt habe ich 188 Mana, würde ich jetzt nochmal zaubern, hätte ich 158. Hey, ich dachte, das hätte dann vielleicht nicht gereicht für einen Massensterben, aber doch, das hätte es sogar getan. Also ich kann zweimal blitzen und einmal Massensterben. Oh, oh, hoffentlich friert er mich nicht ein. Nein? Okay, alle sind tot. Mir geht's gut, ich bin nur eingefroren. Alles gut. Nichts passiert. Ich habe gezaubert in dem Moment, in dem er den Eisblock losgeschickt hat. Oh mein Gott, was habe ich für ein Glück. Jetzt hoffe ich nur, dass ich, wenn der Eisblock nachlässt... Und nein, das kann ich natürlich nicht. Ich kann mich jetzt nicht bewegen. Ich probiere hier mal was, wenn ich einfach speichere und wieder lade. Das dann funktioniert, weil ich will ja eigentlich nicht cheaten, weil ich damit mein Mana und Leben auffülle und tatsächlich das funktioniert. Ah, puh. Nichts zu holen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wie erwartet ist hier drin alles tot. Oh ja, dieser Zauber gefällt mir. Ich finde den sehr gut. Und guck mal an, eine Steintafel des Bogenschützen. Nicht, dass mir das wirklich viel bringt, weil ich nicht wirklich Bogen schieße, aber vielleicht gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. Wie in Gothic 1 am Ende muss ich auch Bogen schießen für Schalter. Vielleicht brauche ich das ja hier. Und hier haben noch ein paar Infos, die mir gefunden hätten, die mir geholfen hätten. Auch wieder hier auf der Suche nach Raven. Wobei ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstehe, wie man als Magier zu dem Zeitpunkt stark genug sein soll, um das hier alles umzulegen. Ich bin jetzt erst so weit, dass ich hier wirklich richtig gut durchkomme. Verstehe ich nicht ganz, wie das gehen soll als Magier. Ich weiß von damals, als ich es gespielt habe als Kämpfer, ich glaube, ich war Söldner, da geht das. Da ist es überhaupt kein Problem. Hat man eine gute Waffe, eine gute Rüstung, dann geht man da rein und dann haut man einfach alles um. Das ist total easy. Aber hier als Magier, hui, ich weiß ja nicht. Also ich habe das Gefühl, jetzt bin ich stärker. Jetzt mit dem Massensterben bin ich auf jeden Fall nicht so stärker als ein Kämpfer zu diesem Zeitpunkt. Auch wenn ich nicht so viel aushalte. Ich kann ordentlich gut austeilen, vor allem gegen größere Gegnermengen, wo ein Kämpfer halt immer noch Probleme hat. Also bis hierhin, ich weiß nicht, kommt mir dann doch ein bisschen arg schwierig vor für Magier, die Erweiterung. Andererseits war, glaube ich, im normalen Gothic 2, ohne die Erweiterung, waren Magier einfach übermäßig stark die ganze Zeit über. Und deswegen wurden die halt in der Erweiterung ein bisschen abgeschwächt, beziehungsweise die Gegner für die Magier schwieriger gemacht, um das Ganze ein bisschen auszugleichen. Und ich schätze mal, die Entwickler haben hier einfach ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Aber, naja, wie ihr seht, ich bin ganz gut. Also ich nicht unbedingt ganz gut, aber ich bin durchgekommen. Und es ist auf jeden Fall ein herausforderndes Spiel. Herausfordernderes Spiel. Als Gothic 2 ohne Erweiterung und oder als Kämpfer. So, da war doch hinten noch ein Troll. Genau. Da will ich mal eben schauen. Wenn ich den an mich heranlocke, kann ich doch sicher ihn hochlocken in Richtung Höhle und schauen, ob es drinnen noch irgendwas gibt. Kommt er hier hoch? Na, okay. Ist da drinnen ihr... Zur Taverne bringt mir hier nichts. Moment. Ich habe hier gefunden Essenz des Geistes. 13 maximalen Mana. Das trinke ich sofort. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dann hätte ich gerne einmal ein heiliges Licht. Hier nicht blind ins Verderben zu rennen. Ich weiß, ich war ja schon drin, aber ihr wisst ja, in neuen Kapiteln gibt es neue Gegner
Und als ich damals zum ersten Mal hier war, hatte ich chronischen Dietrichmangel. Deswegen, ich denke, dass hier noch die ein oder andere Truhe sein könnte, die noch verschlossen ist. Und der ein oder andere Gegner natürlich, weil neues Kapitel und so. Letztes Kapitel, glaube ich, um genau zu sein. Oder vorletztes. Kann sein, dass das letzte anfängt, wenn ich... Oh, ich habe schon den Namen vergessen. Irken da? Nee, nicht Irken da. Irdorat, genau, Irdorat. Wenn ich Irdorat erreiche. Kann sein, weiß ich nicht. Ist dann aber auch egal, weil ich ohnehin nicht zurückkomme. Von daher... spielt das überhaupt keine Rolle. So. Jetzt aber Massensterben, was ein bisschen Verschwendung ist auf einen einzigen Troll. Aber ich glaube, ich habe keine andere Möglichkeit, eine Troll mit 150 Mana umzulegen. Ich bräuchte sonst wesentlich mehr. Vielleicht ist da hinten noch irgendwer? Oder irgendwas? Mal eben schauen. Folgt er mir eigentlich? Nee, tut er nicht. Gut. Aber hier hinten scheint nichts zu sein. So, ich habe noch 211 Mana. Das heißt, ich kann mehr als genug, um den Troll hier mit einem Zauber anzulocken. Zum Beispiel mit einem Blitzschlag. Und dann hoffe ich mal, dass er nicht hier hochklettern kann. Sicher ist sicher. Ja, ich bin oft genug gestorben. Aufgrund Dummheit. 500 Erfahrung gibt es zum Troll, okay. Das hatte ich nicht im Blick vorhin bei den drei anderen. Aber yay, Trollfälle. Sehr schön. So, und weil ich's habe und es mir geradezu nervig ist, trinke ich den Trank der Geschwindigkeit. Und begebe mich zurück. Moment. Bevor ich mich zurückbegebe, fällt mir ja gerade noch was auf. Es gibt ja noch einen Troll. Haha. Nämlich in diesem Durchgang zum Sumpf rüber. Da war noch einer. Bei den Minecrawlern, falls ihr euch erinnert. Es ist 8.55 Uhr. Ich jogge mal hier eben. Moment, hier lag gerade was. Ein Fisch. Wie kommt der denn hierher? Hm, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. So, genau. Ich penne hier eine Runde. Wieder, um Mana-Tränke zu sparen. Ich brauche noch ein bisschen Mana, aber ich habe noch was rausgefunden. Ich lese immer zwischendurch ein bisschen online auf Mondgesänge, damit ich hier nicht ganz ohne Plan spiele. Und, also erstens mal, der Trank wirkt in Echtzeit. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier schlafen lege im Spiel, selbst wenn ein ganzer Tag vorbeigeht, oder zwei, ist vollkommen egal, er wirkt in Echtzeit 5 Minuten. Oder waren es 2 Minuten? 5 Minuten. 5 Minuten in Echtzeit, egal was ich im Spiel tue. Und dann habe ich mich schlau gemacht, wie gesagt, es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, mein Mana zu steigern, außer... hier Lernpunkte direkt zu investieren. Ich kann nämlich Tränke brauen, nämlich diese Elixier des Manas, das gerade plus 2 gegeben hat, das gibt es ja auch in plus 5. Und das kann ich tatsächlich selber brauen. Ich könnte das lernen für, glaube ich, 10 oder 12 Lernpunkte. Ich kann aber natürlich einfach zu Neoras gehen, im Klosterkeller. Der sollte das auch können. Und dann muss ich das gar nicht lernen. Ich muss da ein bisschen Geld dafür ausgeben, aber ehrlich gesagt gebe ich lieber Geld aus als Lernpunkte. Denn die Lernpunkte kann ich ja letzten Endes wieder investieren für noch mehr Mana. Hehe. So, da ist der Troll. Der Zauber geht durch die Säule durch. Und da ist der Troll tot. Sag ich doch. So. Sehr schön. Und noch ein Trollfell für mich. So, ich habe es, glaube ich, erwähnt beim letzten Mal. Die Todeswelle bewegt sich mit mir mit. Genau wie auch der Feuerregen. Das Problem ist nur, die Todeswelle wirkt kürzer als der Feuerregen. Und ich bin ja immer so ein bisschen blockiert, direkt nach dem Zaubern. Ich kann nicht sofort losrennen. Deswegen hält sich dieser Effekt leider in Grenzen. Allerdings mit so einem Geschwindigkeitstrank scheint es doch zumindest ein paar Meter weit zu gehen. So, hier war ich. Genau, hier war so ein Feuerteufel. Habe ich ja nicht gerade... Butlerfleisch? Doch, tatsächlich. 15 Lebenspunkte. Wer sagt's denn? So, und hier hinten gibt's, glaube ich, keine Gegner mehr. Die Frage ist, wo ist der nächste Teleporter? Das... Tja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich renne einfach. Ich bin ja gerade schnell. Ich sollte vielleicht nicht zum Banditenlager rennen, weil ich nicht die Banditenrüstung trage.
Aber ansonsten sollte ich hier relativ schnell zurückkommen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Da habe ich doch gebuddelt, ne? Ja, genau hier. Ja, ich bin gleich da. Kein Problem. Könnte jetzt nochmal Golems jagen gehen, aber nee, lass mal. Wobei, auf dem Weg nach oben ist ja noch ein Golem. 150 Mana, 71, das reicht leider gerade nicht. Dann muss ich das leider so machen. 196. So, ich bin mir nicht sicher, aber doch. Massensterben ist Fernkampf. Ich kann damit auch Gegner auf die Entfernung sehen oder anvisieren. Ich wollte nur kurz hier schauen, ob ich irgendwas vergessen hatte, aber nö, hab alles. So, wo war der Golem? Irgendwo hier war ein Golem. Da ist ein Golem. Ich hoffe, ich treffe keinen Magier. So, hinrennen, hinrennen, hinrennen. Siehst du? Das war das ein bisschen mit mir mit. Ein kleines bisschen. Da ist nichts zu holen. Ein ganz kleines bisschen und auch nur, weil ich hier so schnell bin. Also tatsächlich wäre der Feuerregen so gesehen etwas flexibler. Aber wie gesagt, die Todeswelle macht halt mehr Schaden. Auch wenn sie langsamer ist. Sie macht wesentlich mehr Schaden. Und das Rumrennen ist, glaube ich, gar nicht mal so nötig, ehrlich gesagt. Weil ich ja, wie soll ich sagen? Weil ich ja die Gegner anlocke. Also wenn ich bei Gegnern stehe, dann laufen die ja auf mich zu. So, Kronos. Lass uns handeln. Lass uns handeln. So sieht's aus. Du hast nämlich auch noch ganz viele Mana-Tränke, nicht nur Fisk. Und ich habe auf jeden Fall. Ich habe hier eine Orkwaffe. Ich habe drei rostige Zweihänder. Ich habe. Was habe ich denn noch, was ich dir geben kann? Einen der Besessenheit würde ich gerne behalten. Sicher ist sicher. Vielleicht treffe ich ja noch irgendwann wieder Suchende, die mich entsprechend verfluchen. Habe ich hier was Neues gekriegt? Nein, aber ich habe zum Beispiel Wunden heilen. Wie gesagt, habe ich als Rune zwar eine mittlere, aber was soll's. Dann habe ich doch gerade noch ganz viel gefunden. Den Kugelblitz zum Beispiel habe ich auch als Rune. Und die Verwandlungen sind sicher noch nützlich. So, ansonsten kann ich dir was noch verkaufen? Vielleicht ein paar Fackeln? Na, das lohnt sich nicht. So nötig habe ich das Geld irgendwie doch nicht. Wagfelle. Ich meine, ich habe Trollfelle. Haut eines Reptils kannst du haben. Wo sind denn die Trollfelle? Wollte nicht irgendjemand ein Trollfell von mir? Hä? Ich habe doch die Trollfelle, oder? Habe ich doch genommen. Ach da, fünf Trollfelle. Naja, brauche ich gerade nicht. Wie viele Labors dafür habe ich? 38. Das reicht für genügend Mana-Elixiere. Ich brauche dafür Feldknöterich. Kriege ich hier Feldknöterich? Nein, kriege ich nicht. Schade. Was kriege ich hier in Zaubersprüchen? Was ich vielleicht nicht als Rune habe, ist vielleicht noch ein Dämon beschwören. Na, siehst du mal. Da habe ich nämlich nur einen. Die Frage ist, brauche ich den? Für 200 Gold ist mir gerade ein bisschen zu teuer. Ich habe nicht so viel. Aber gut zu wissen, dass ich hier noch mal ein paar holen könnte, wenn ich es denn brauche. So, ich habe letztes Mal schon gesagt, die Effizienz ist bei den kleinen Mana-Tränken am besten. Deswegen kaufe ich mir hier jetzt mal, ja, einige. So auf 40. Ich will noch ein bisschen Gold behalten, sicher ist sicher. Hier unten war jetzt noch der kugelige Fisch. Da müsste irgendwas drin sein. Die Frage ist nur, was? Schauen wir doch mal. Ein Erzbrocken. Weißt du was, Kronos? Lass uns. Lass uns handeln. Mit Erz kann ich nichts anfangen. Erz ist eigentlich nur für. Eigentlich ist Erz, glaube ich, nur für die Erzwaffen. Und da ich Magier bin, brauche ich die nicht. Dann kaufe ich mir lieber noch ein paar Tränke. So. Dann, wie gesagt, brauche ich Feldknöterich und Feuer irgendwas. Ich glaube, Feuerwurzel war es. Davon habe ich einige. Und, oder war es Kronstöckel? War es Kronstöckel oder Feldknöterich? Feldknöterich habe ich auf jeden Fall ganz viele. Ich glaube, es war Kronstöckel. Kronstöckel gibt es ja leider nur relativ wenig im ganzen Spiel. Hey, du!
Nun gut, aber ich war beim Händler hier. Das heißt, hier kriege ich auf jeden Fall keinen mehr. Ich werde einfach zum Kloster gehen. Und dann kann ich meinen Mana noch erhöhen. Und dann gehe ich in den Klosterkeller und lege die Dämonen um. Und dann erkläre ich euch, warum der Feuerregen eine schlechte Idee gewesen wäre. Eine schlechtere als der Tod, als die Todeswelle, um genau zu sein. Der Todeshauch ist relativ schwach. Der macht zwar... Nee, der macht nur die Hälfte an Schaden. Der ist ziemlich schwach. Also nicht ziemlich schwach, der ist schon ziemlich gut, aber die Todeswelle ist besser. Definitiv. So, ich bin zurück. Das heißt, ich kann mich hier nicht zur Taverne teleportieren, sondern... Ich brauche kein Licht, ich brauche keine Taverne. Ich brauche... Kloster. So. Das möchte ich gerne noch in dieser Folge machen, auch wenn die jetzt schon wieder ein bisschen lange ist, tut mir leid. Ich mache das eben noch schnell in dieser Folge, weil ich hier ungern zwei am Stück aufnehmen würde. Ja, also ich will zu Neoras. Beziehungsweise Blödsinn. Bevor ich runtergehe, ich will nicht zweimal runterlaufen, das wäre unnötig. Ich werde mich hier kurz aufs Ohr hauen, es ist kurz vor 14 Uhr. Da unten ist eh dunkel, also schlafe ich bis abends. Siehst du? Und schon bin ich aufgestanden. Hehe, das geht sehr schnell. Schneller als wenn man einfach abwartet. So, und dann will ich doch mal schauen, ob Neoras... Ich weiß nicht, ob Neoras mir Tränke brauen kann, die ich selber nicht brauen kann. Das weiß ich nicht. Dann müsste ich vielleicht doch die Lernpunkte investieren. Es wäre auf jeden Fall eine gute Investition, weil billiger als Mana direkt zu steigern. Aber besser wäre es natürlich, wenn ich gar keine Lernpunkte ausgeben muss. Mana Extrakt. Extrakt der Heilung. Tja, habe ich gerade gespeichert? Ich bin mir nicht sicher. Ich speichere nochmal. Ja, ich habe gerade gespeichert. Hey, du! Braue mir Mana-Extrakt. Braue mir ein Mana-Extrakt. In Ordnung. Hast du... Ja, hier... Gut. Ich werde dir jetzt... So, dann schauen wir mal, was für einen Trank ich gekriegt habe. Ist das das, was ich gerne hätte? Nein, Mana-Extrakt ist der 75er. Okay, dann gleich wieder laden. Ich weiß nicht, was die Zutaten waren, aber auf das Risiko hin, dass es Kronstöcke gewesen sein könnte, lassen wir das lieber. Die Frage ist, wie bringe ich ihn dazu, mir Mana-Elixier zu brauen? Kann ich bei dir lernen? Ich werde dich in die Geheimnisse der Alchemie einweihen. Elixier des Geistes, 10 Lernpunkte, okay. Braue mir... Hä? Das kann der ja gar nicht. Ich dachte, der könnte mir das brauen. Habe ich mich da getäuscht? Ich weiß es nicht. Aber... Vielleicht fehlt auch noch was anderes. Wie ihr vielleicht gesehen habt, gibt es hier eine Gesprächsoption, eine dritte. Hey! Du siehst so verschwitzt aus. Ich bin auch völlig fertig. Seit Tagen versuche ich schon, dieses verflixte Gebräu hinzukriegen. Es will einfach nicht gelingen. Was ist das Problem? In dem Rezept steht etwas von einem Drachenei. Ich habe natürlich keins von diesen Dingen. Also versuche ich, diese Zutat zu simulieren. Allerdings bisher mit wenig Erfolg. Sollte dir einmal so ein Ding in irgendeiner Grabhöhle über den Weg rollen, dann denk an mich. Was für ein Trank soll das werden? Ich habe das Rezept einem reisenden Händler abgekauft. Es stehen einige seltsame, aber interessante Dinge darin. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Trank tatsächlich etwas bewirkt, aber allein mein Forscherdrang veranlasst mich weiterzumachen. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Was verwendest du denn statt dem Drachenei? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hey, das war nur ein Witz. Ich glaube nicht, dass du tatsächlich ein Drachenei finden wirst. Tja, denkst du? Abwarten. Ich hatte nämlich schon ein Drachenei dabei. Und ich habe gerade gesehen in der Cutscene, dass hier ein Mana-Trank steht. Allerdings kann ich den nicht nehmen. Der gehört wohl zum Alchemietisch dazu. Nun gut, was es mit diesem Drachenei-Trank auf sich hat, das erfahren wir jetzt aber wirklich in der nächsten Folge. Denn die ist jetzt doch schon ein bisschen lang geworden. Das tut mir leid, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben bis zum Ende und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.